Pack Opening. Ja, da haben wir auch schon einen geilen Spieler gezogen. Lasst auf jeden Fall einen Zeigefinger nach oben da und ja, das war's dann. Haut rein und ciao. Was geht ab, Freunde? Euer Stefan hier am Start und herzlich willkommen. Nein, der ist natürlich was wert hier zu einem geilen Pack Opening Overall. So, der ist schon mal 20.000 Münzen wert. Haben wir schon mal einen dabei, der schon was wert ist. Und wir haben ein richtig geiles, oh mein Gott, geiles Team der Woche am Start. Wo finden wir das denn jetzt? Boah, bin ich außer Atem. Oh mein Gott. Wir machen heute ein richtig geiles Pack-Opening, Freunde. Ach du Scheiße, schaut euch das mal an. Was war denn das jetzt, Alter? Die haben sich ja gerade alle verändert. Habt ihr das auch gesehen? Müller. Wir haben Konoplyanka, Neymar, Lacazette. Wir haben Nainggolan, alles über 80er Werte. Wir haben Ginter dabei, Leute. Wir haben Ginter dabei. Und dann haben wir hier noch Kamara. Ja, Freunde, ich habe es heute irgendwie im Gefühl, wenn wir einen Inform ziehen, dann wird es auch ein guter sein. Nicht wie bisher, wo wir mal nicht so die geilen Informs gezogen haben. Aber heute, wenn wir einen ziehen, dann kommt dabei auch ein guter raus. Das habe ich heute im Urin. Das habe ich im Gefühl, Alter. Komm schon. Und? Was ist das denn, Alter? So ein Estland. Okay. Das Land gibt's. Ja, Freunde, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr schon einen geilen Spieler aus diesem Team der Woche gezogen habt. Und wir bekommen, das müsste Junosovic sein. Ja, also bei uns bisher nur den Halbverrückten. Oh, 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 Miroslav Klose. Oh. Was war das denn gerade für eine abgefuckte Scheiße? Ich dachte, wir ziehen gerade irgendwie Nainggolan, aber dann wäre der ja schwarz gewesen. Also die Karte wäre schwarz gewesen. Auf einmal kommt hier ein Sound von meinem ultra-neuen MacBook. Da wird es auch schon Zeit für die erste Produktplatzierung. Kauft euch diesen MacBook, daran erhalte ich natürlich 50% Provision. Ja, Freunde, natürlich Link in der Beschreibung. Draufklicken, kaufen. Stefan kauft sich ein Haus. Oh mein Gott, nicht schon wieder, Alter. Diesmal Lopez, ihr wisst doch noch vom letzten Mal. Oh mein Gott. Hä? Ich habe jetzt keine Ahnung, ob du aus dem neuen Team of the Week ist oder aus dem alten, weil ich bin momentan, wenn ihr dieses Video seht, in Paris und habe das natürlich vorher schon aufgenommen. Am Mittwoch um 20.18 Uhr haben wir gerade. Und ich meine, der Kerl war aus dem letzten Team der Woche, aber das werde ich jetzt mal nachprüfen. Und zwar legen wir den ganzen Mist ab. Ey, das kann doch gar nicht sein. Das kommt, ich weiß nicht. Warte, wir gucken jetzt mal. Hier war es doch. Bring mich dahin. So, wollen wir mal gucken. Wollt ihr mich verarschen oder was? Das macht keinen Sinn. Das ist unlogisch. Ey Leute, ohne Quatsch, ne? Ihr seht ja jetzt hier, das ist das neue Team der Woche. Und das kann ich ja jetzt nicht faken oder so. Wir haben einen Spieler aus dem vorherigen Team der Woche gezogen. Also irgendwas. Komm, back. Du, another back. Oh, Ramsey. Für den ersten Augenblick, wenn man diese Wales-Flagge sieht, denkt man sofort Gareth Bale. Oi, oi, oi. Andrea Relle Pirlo. 93 passen. Also der Typ, ne? Ich feiere den richtig. And the moon is the only light we see. Junge, komm mal runter. Robert Lewandowski. Oh mein Gott, du siehst Stürmer, du siehst Polen. Du kannst dir nur denken, lass es bitte Robert fucking Lewandowski 100.000 Münzen sein, Alter. Geile Scheiße, Alter. Wenn du geile Pack-Openings sehen willst, dann guck immer bei mir vorbei, Mann. Hier kommen immer geile Packs. Hier ist immer geile Laune und Unterhaltung. Hier wird gesungen, hier werden geile Packs gezogen. Und der wird auch noch ein bisschen geile Staubsaugt. Jetzt muss ich aber die Bude sauber machen. Ja, Freunde, wir kommen dann jetzt auch direkt zum letzten Pack für dieses Welcome Back Pack Opening. Ja, Bicacic ist nun ein Spieler, den kannst du normalerweise sofort in die Tonne klappen wie diesen Double Time hier. Was auch immer das war. Ja, Freunde, das war's dann soweit von diesem Pack Opening. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da für Lewandowski und natürlich für dieses Inform Pack Glitch, was auch immer das gewesen war. Vielleicht wissen wir es ab jetzt, vielleicht wissen wir es auch nicht. Und wenn nicht, dann kriegen wir es auch noch heraus, Alter. Auf Rille, ja, Freunde, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, teilt das Video mit euren Freunden, mit euren Vögeln, mit eurer Familie und dann war es das soweit von mir. Okay, haut rein und ciao. Press conference after the win in Werder Bremen. Guten Abend. Guten Abend.
Sie da vorne, erste Frage bitte mit der roten Cappy und den schwarzen Nylonstrümpfen. Wie gefällt Ihnen mein Outfit? Nee, gar nicht. Nächste Frage da vorne. Für Spiele, für Siege, sind Sie zufrieden? Sehr, ja. Sonst noch eine Frage oder kann ich jetzt gehen? Ich habe noch eine. Dankeschön.